Lugia ist ein legendäres Pokémon mit den Typen Psycho und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und es ist der Anführer des Trios der legendären Vögel, bestehend aus Arctos, Zapdos und Lavados. Lugia ist ein sehr großes, zweibeiniges und flugfähiges Pokémon, das hellblau, weiß und dunkelblau erscheint. Der Brust- und Bauchbereich wie auch der vordere Unterleib sind hellblauer Farbe. Die spitzen Vorsätze an den Augen und am Schwanz sowie die rechteckigen Elemente auf dem relativ rauen Rücken sind dunkelblau gefärbt. Der übrige Körper ist weiß und das Pokémon besitzt allein schon durch seine Größe eine beeindruckende Erscheinung. Zusätzlich stechen dann die sehr großen Hände hervor. Diese dienen ihm zusammen mit den Armen als Flügel. Der Kopf ist verglichen mit dem restlichen Körper recht klein. Er ist von länglicher Form und läuft sowohl nach oben als auch nach unten spitz zu. Um die Augen sind lange und nach hinten weisende Umrahmungen zu erkennen. Die Augen selbst bestehen aus weißer Lederhaut und kleinen schwarzen und länglichen Pupillen. Das große Maul verfügt oben über zwei breite und unten über zwei schmale Zähne. Ein langer Hals verbindet Kopf und Torso. Die langen Arme werden zu den Händen hin immer breiter. Diese sind überdimensional groß und verfügen über je 5 breite und eckige Finger. Auf dem Rücken wachsen 10 mittelgroße rechteckige Vorsätze in 2 Reihen zu je 5 Stück und Lugia hat sehr breite und kräftige Beine, die in lange Füße übergehen, die dann je 3-eckige Zehen besitzen. Schließlich ist hinten ein sehr langer Schwanz zu erkennen, der zum Ende hin immer schmaler wird. Im hinteren Bereich befinden sich 2 abgerundete kurze Vorsätze und in seiner Shiny-Form ist der hellblaue Bereich rosa gefärbt und die dunkelblauen Areale magenta gefärbt. Lugia ist ein legendäres Pokémon und somit eines der stärksten und mächtigsten Pokémon. Ein Kampf gegen es wird nur selten entfacht, doch im Falle aller Fälle hat es einige mächtige Angriffe auf seiner Seite. Es ist der Herrscher des Windes und der Stürme, somit kann es mit seinen riesigen Schwingen Wirbelwinde und sogar ganze Orkane erzeugen. Ebenfalls enorm furchteinflößende Stürme und Winde, die Lugia erzeugen kann, sind Luftstoß oder Windstoß. Ansonsten kann Lugia auch das Wetter anderweitig beeinflussen. Anhand eines Regentanzes kann es jenen Regen schütteln lassen. Mit seiner Meteorologenattacke kann es den Regen nutzen, um eine nasse und starke Energiekugel abzufeuern. Ebenfalls ist es in der Lage, eine gewaltige Hydropumpe abzuschießen. Diese wird durch den Regen noch unvorstellbar stärker gemacht. Seinen vollen Körpereinsatz nutzt es bei Angriffen wie Drachenstoß oder Himmelsfeger, beides Attacken, welche aus schwindelerregenden Höhen eingesetzt werden. Ein Schlag des legendären Pokémon aus dieser Höhe ist unmöglich heil zu überstehen. Außerdem ist es in der Lage, durch eine mächtige Psychoattacke etwas vorherzusehen. Diese trifft innerhalb kurzer Zeit den Gegner. Mit seinen gewaltigen Flügeln kann es beispielsweise durch Strafattacken nutzen, um den Gegner niederzustrecken. Um sich selber vor misslichen Situationen in Sicherheit zu bringen, setzt es einen Bodyguard ein oder gönnt sich eine Genesung. Um sich selber noch stärker zu machen, nutzt es Antikraft oder gibt sich ein Gedankengut. Durch seine Erzwingerfähigkeit bringt es seine Gegner dazu, für eine Attacke mehr Energie zu verbrauchen und Lugias Multischuppen sorgen dafür, dass es zum Kampfbeginn am wenigsten Schaden erleidet. Lugia hat eine enge Verbindung zur Johto-Region und bildet mit Ho-Oh ein Duo. Dabei repräsentiert Lugia in der dortigen Mythologie den Wächter des Meeres, während Ho-Oh als Wächter des Himmels verehrt wird. Im Volksmund ist es dafür bekannt, dass es stets im Herzen eines Sturmes auftauche und mit seinem Flügelschlag einen Sturm entfachen könne, der 40 Tage lang andauert. Da es sich seiner zerstörerischen Kräfte bewusst sei, soll es sich deshalb dazu entschlossen haben, am Meeresboden zu leben, um seine Kräfte im Zaum halten zu können. Aus Gründen der Verehrung und als Zeichen der Freundschaft zwischen Menschen und Pokémon errichteten die damaligen Bewohner Teak Cities etwa 700 Jahre vor den Ereignissen der Johto-Story 2 große 9-stöckige Holztürme.
Der Turm im Westen der Stadt bekam den Namen Bronzeturm und diente der Verehrung Lugias. Der im Westen wurde Zinnturm, später Glockenturm genannt und diente als Sanktuarium für Ho-Oh. Nicht nur die Bewohner der Stadt entklommen die Spitzen der beiden Türme, um mit den legendären Vogel-Pokémon, die diese Türme als Landestand nutzten, zu kommunizieren und ihnen zu huldigen. Doch 550 Jahre später wurde der Bronzeturm aus bisher unbekannten Gründen durch einen Blitzeinschlag entzündet. Das Feuer drohte auf ganz Teak City überzuspringen. Der Brand dauerte 3 Tage lang an, bis es Lugia gelang, mittels eines heftigen Platzregens und starker Windböen das Feuer zu löschen. Es verließ im Anschluss die Stadt mit den ersten Sonnenstrahlen des anbrechenden dritten Tages für immer in Richtung Strudelinseln, während im Inneren des Turmes 3 damals noch namenlose Pokémon ihr Leben ließen. Die Ruinen dieses Turmes stehen noch heute als Mahnmal dieses Ereignisses, verbunden mit der Hoffnung, dass Lugia eines Tages doch an diesen Ort zurückkehrt. Es wird seitens der geschichtlichen Forschung vermutet, dass dieses Trio für den Brand verantwortlich war, da diese ihre Kräfte nach Aussagen der Bevölkerung nicht im Zaum halten konnten. Dennoch konnte diese Theorie historisch nie wirklich belegt werden. Schwimmer und Angler der Gegend rund um die Strudelinseln berichten immer wieder, dass sie Echos von schaurigen Rufen aus den Höhlensystemen der Inseln vernommen hätten. Einige behaupten sogar, dass sie, während sie auf hoher See waren, den Schatten eines riesigen drachenähnlichen Pokémon unter sich hätten schwimmen sehen. Dennoch zeigt sich Lugia nur äußerst selten direkt. In einem der wenigen Fälle, wird Lugia vom Tanz der Kimono Girls im tiefsten Punkt der Strudelinseln beschworen, nachdem sich Clarin oder Lyra als prophezeiter Trainer rein Herzens herausgestellt hat und ihm zur Ehrebietung eine seiner Federn und die Gischtglocke überbringt. Im Anime fungiert Lugia als Wächter, der das Gleichgewicht der Elemente Feuer, Eis und Blitz verkörpert, durch die legendären Vogel-Pokémon Arctos, Zapdos und Lavados bewahren und stets dann erscheinen soll, wenn es zu einem Ungleichgewicht zwischen diesen kommt. Zwischen der Insel des Eises, der Blitze und des Feuers, rund um Shamuti im Orange-Archipel, fließt eine Meeresströmung, ähnlich dem Golfstrom in der realen Welt, die einen extremen Einfluss auf das globale Wetter hat. Kommt es zum Ungleichgewicht zwischen den legendären Vogel-Pokémon und folglich zum Kampf zwischen diesen, dann nimmt dies Einfluss auf den Verlauf dieses Meeresstroms mit katastrophalen Auswirkungen auf das globale Klima. Gemäß einer alten Legende in dieser Region erscheint dann Lugia, um die Kämpfe der 3 Vögel zu unterbinden und den auserwählten Held darin zu unterstützen, die Schätze der 3 Inseln in Form von Kristallkugeln einzusammeln. Diese sollen dann im Fall des Ausnahmezustandes in einem Schrein auf Shamuti platziert und im Anschluss Lugias Lied gespielt werden, da sich die kämpfenden Titanen dadurch beruhigen und das Gleichgewicht somit wiederhergestellt werden kann. Um an diese alten Legende festzuhalten, ist es auf Shamuti seit Jahrhunderten Tradition, jährlich eine Zeremonie für den Auserwählten abzuhalten, der einst schon aber mit Hilfe von Lugia die legendären Vögel zähmte. Die Bewohner tragen zu diesem Anlass traditionelle Kleider, wobei einige jüngere Einheimische dies zu einer bloßen Touristenattraktion verkommen lassen. Als legendäres Pokémon besitzt Lugia keinen speziellen Lebensraum, in den meisten Spielen begegnet es dem Spieler in direkter Nähe zum Ozean. Dennoch hat es eine besondere Beziehung zu den Strudelinseln der Johto-Region, in deren Tiefen Lugia ein kleiner Schrein gewidmet ist. Ferner hat es eine Affinität zum Item Gischtglocke, da es sich bei ihm um ein legendäres Pokémon handelt, ist sein Verhalten fast gänzlich unerforscht und fast alle bekannten Daten zu ihm entstammen alten Legenden. Im Rahmen der Experimente von Team Krypto konnte ein Krypto-Lugia erzeugt werden, dessen Aussehen und Verhalten von den bisherigen Kenntnissen zu Lugia deutlich abwichen. Dabei hat Lugia wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination ist Lugia immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampfattacken, halben Schaden gegen Pflanzen- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Elektro, Eis, Gestein, Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.